Der Deutsche Schauspielerpreis 2018 in der Kategorie, in der besonderen und neuen Kategorie Schauspieler in einer komödiantischen Rolle geht an Jörg Schüttauf. Also ich hatte einen Traum, ja, dieser Traum, ich habe davon geträumt, dass ich ihn nicht kriege und das war furchtbar, das war ein riesengroßer Albtraum. Aber jetzt ist es soweit, ich bin überglücklich, liebe BFFS, liebe Jury, dadurch bin ich überhaupt in die Kategorie bzw. in die Nominierung gekommen, der muss ich als erstes danken. Wunderbarer Verein, dieser BFFS, muss ich wirklich sagen. Dann gibt es noch eine ganze Menge Leute, denen ich zu danken habe. In erster Linie natürlich Franziska Melecki, die ist auf diese wahnwitzige Idee gekommen, mich zu fragen, ich war nur einmal da, beim Casting. Und ich dachte, um Gottes Willen, wie kommt sie denn ausgerechnet auf mich? Ich bin kleiner als der Staatsratsvorsitzende. Ich bin jünger, obwohl es gelegentlich Tage gibt, wo ich älter aussehe, aber der hat sich ja verdammt gut gehalten, das muss man ja schon sagen. Franziska, du hast mir sehr geholfen, sicherlich ich auch dir ein bisschen, und das war eben das Schöne an dieser herrlichen Partnerschaft, und so sollte es immer sein, dass wir alle gemeinsam richtig mit viel Spaß und Freude und großer Lust was Verrücktes erschaffen. Ich muss und möchte Frank Betzel danken, bei dem war ich 3 oder 4 Mal vorstellig geworden, um genau zu gucken, wie mache ich denn das, wie soll ich den Erich Honecker spielen, um Gottes Willen. Da hat er wirklich sehr geholfen. Dann gibt es den Herr Thebe, ich habe den Vornamen vergessen, der hat nämlich diese verrückte Idee gehabt und das alles in Worte gefasst und dramaturgisch so gebaut, wo ich dachte, was haben diese Autoren da geschluckt, was haben die genommen, dass die auf so eine verrückte Nummer da kommen. Das ist der Thebe gewesen, dann die anderen alle noch. Vor allen Dingen ist es der Philipp Weinges auch. Wir sind mittlerweile Freunde geworden. Am Anfang kannten wir uns nicht, er war ein bisschen skeptisch wegen der Entscheidung, ausgerechnet der oder so. Jedenfalls dachte ich, also ich habe das in den Blick von ihm hineingelesen. Aber der wurde immer freundlicher, weil er die Muster immer weiter gesehen hat. Und irgendwie schien das zu funktionieren. Hat mich wahnsinnig gefreut. Hedi Kriegeskotte und alle anderen, dieses super, super Ensemble. Es war ein Riesenspaß. Ich bedanke mich ganz, ganz, ist der tollste Preis, den ich bis jetzt bekommen habe. Vielen Dank. Applaus